Sport Klaassen, Ihr Sport 2000 Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Anthea, kannst du mir ein Ja geben? Ich habe die Zahlen, wenn Sie mir Ihr Geburtsdatum, Ihr Alter verraten wollen. Die Monate für den Monat, wann Sie verstorben sind, wann Sie geboren sind. Für die Grundinformationen, die ich brauche, reicht es tatsächlich für den Anfang. Das Übernatürliche hat die 22-jährige Antonia aus Wilhelmshaven schon immer fasziniert. Vor kurzem hat sie die sogenannten Haunted Dolls für sich entdeckt. Haunted Dolls sind eigentlich prinzipiell immer besessene Puppen. Also man muss sich das vorstellen, dass nicht die Präsenzen in der Puppe sitzen, sondern an der Puppe haften. Ich vergleiche das immer gerne wie so eine Art Wohnung. Sie können überall hingehen, aber kommen auch immer direkt wieder zu ihr zurück. Über die Social-Media-App TikTok ist sie auf die Puppen aufmerksam geworden. Ich habe dann immer gesagt, ich hole mir keine Puppe ins Haus, weil Puppen sind gruselig. Ich habe dann Ende letzten Jahres die ersten zwei von ihr gekauft. Und von da an habe ich gesagt, ich probiere es einfach selber. Ich habe im Prinzip eine riesengroße Familie mittlerweile. Mit den Geistern, die den Puppen innewohnen sollen, kommuniziert Antonia über Hilfsmittel, wie zum Beispiel Ballonlichter, Pendel oder Wünschelrute. Ist das in Ordnung, dass du gefilmt wirst? Okay, macht dir das was aus, dass... Wie heißt du? Jasmin. Dass Jasmin dabei zuguckt? Nein, okay. Gut. Also das ist Antea, sie ist 15.000 bis 20.000 Jahre alt, ist tatsächlich ein Engel der 10. Stunde der Nacht, heißt 22 Uhr. Und das merkt man auch, weil sie dann tatsächlich mit am aktivsten ist und am präsentesten. Sie mag auf jeden Fall Kinder und Tiere, das mögen tatsächlich alle von meinen Präsenzen. Ja, und sie ist halt auch wirklich, was Ballonlichter angeht, sehr aktiv. Weitere Familienmitglieder findet Antonia bei Haushaltsauflösungen, Flohmärkten oder online. Also ich gehe nicht speziell auf die Suche, aber wenn ich welche finde, die mir auch gefallen oder wo ich auch ein gutes Gefühl bei habe oder auch ein schlechtes Gefühl tatsächlich, nehme ich die dann mit. Aktuell hat Antonia fast 20 Haunted Dolls. Bei manchen weiß sie aber schon vor dem Kauf, dass die nicht lange bei ihr bleiben werden. Diese Puppen verkauft sie dann online und vermittelt sie so in ein neues Zuhause.